Yukon ist vermisst. Der Wolfshund wurde zuletzt im Harz gesehen. Er war auf dem Grundstück, als sein Besitzer sich kurz umziehen ging. Als er zurückkam, war der Hund nicht mehr da und ist durch ein Loch, das vorher abgedeckt war, entkommen. Welcome at Active News. Mein Name ist Michael Langhans. Ich bin Videoaktivist und Volljurist und dies ist mein Videokanal. Ist noch nicht lange her, eine Woche, dass der Therapiehund Aiko niedergemetzelt wurde. Und jetzt findet sich die nächste für Hundebesitzer schockierende Nachricht. Ein Wolfshund aus dem Harz, Yukon, 10 Monate alt, ihr könnt euch das entsprechende Bild hier anschauen, wird vermisst. Er war auf dem umzäunten Grundstück und es war alles bester Situation. Und einen Augenblick war der Besitzer zum Umziehen im Haus und plötzlich war der Hund weg. Spuren finden sich keine, insbesondere auch keine Spuren, aus denen man schließen könnte, dass der Hund selber die mit Holzlatten abgedeckte Zaunlöcher selbst geöffnet hat. Natürlich gibt es keine Beweise und ich möchte hier natürlich auch nichts Falsches behaupten, aber es ist natürlich offenkundig, dass es hier irgendein Problem gegeben haben muss. Wenn ein Hund ein Loch kratzt oder eben Bretter beseitigt, dann muss man das sehen. Bissspuren, Kratzspuren etc. Wer irgendwas weiß, soll sich bitte an Tasso wenden. Der Hund hat ein schwarzes Halsband und er ist eben registriert, wie man eben daraus erkennen kann. Ansonsten natürlich gegebenenfalls auch Kontakt über die Bild-Zeitung. Der Hund ist eben bei Tasso registriert, tasso.de. Wenn ihr Informationen habt, wäre was Feines, denn wenn so ein Familienhund verschwindet, dann ist einfach ein Familienmitglied weg. Ich würde mich freuen, wenn ihr die Meldung verbreitet, damit wir vielleicht gemeinsam das Tier finden können. Das wäre was Schönes. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch im nächsten Video hereinschaut für Active News. Euer Michael Langhans. Und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren und zu liken, denn ja, es ist doch von Vorteil für euch, wenn ihr über künftige Videos vollständig informiert werdet. Das war's für heute, euer Michael Langhans für Active News. Bis dann, Servus.